Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect 1. Wir sind auf einem Planeten, wo es Cerberus, Forschungsstationen gibt, die allerdings mit Waffengewalt verteidigt werden. Und wo verschiedene Aliens offenbar in irgendwelchen Eindämmungsfeldern gefangen gehalten werden, zu Forschungszwecken, nehme ich an. Nur nochmal zur Erinnerung, Cerberus, das sind die Bösen. Also das, ich glaube, darauf können sich alle einigen. Cerberus ist eine ultra-humanistische Vereinigung, die alles Alienartige ablehnen. Oh nein, Electronic Skill too low. Scheiße. Na gut, dann fahren wir gleich weiter. Die alles ablehnen, was nicht menschenartig ist und beziehungsweise nicht menschlich, von wegen menschenartig. Quasi die Nazis unter den die Nazis im Mass Effect Universum. Ganz klar die Bösen, keine Frage. Oh, guck mal. Ja, ich glaube, von hier aus komme ich da noch nicht. Nee. Ich kann es zwar schon sehen, aber noch nicht hinschießen, oder? Ah, jetzt. Aha. Und, noch ein Schuss? Jawohl. So, bis die Raketen bei mir sind, ist schon alles erledigt. Das sind aber auch langsame Raketen, die wir haben. Und Quatsch. So, das ist die letzte Research Facility. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht noch eine Runde machen muss, weil ich die Aliens alle am Leben gelassen habe, die da gefangen hatten. Schauen wir einfach mal. Rinhey. Ja, siehst du, und schon ist Liara wieder voll aufgeladen, hat wieder volles Leben. Es lohnt sich. Ich sollte gucken, dass ich mehr von diesen Medical-Dingsbumsen finde. Ach, ein Kommando, die sind heftig. Moment, dann machen wir noch hier. Noch diesen hier. Wow. So, die Kommandos sind heftig. Die, genau, diese Techniker, die sind ein bisschen schwächer. Also richtig clever sind die jetzt aber auch nicht hier. Die Kommandos. So, das war's aber noch lange nicht, oder? Was haben wir denn hier? Was sind denn das für Viecher? Aha, okay. Interessant. Also, dann nehmen wir uns doch aber erstmal die Cerberus-Spacken vor. Ja, AI-Hacking ist cool, aber wir kämpfen leider nicht gegen Roboter, deswegen... Barrier. Adds a biotic barrier to your shield that absorbs damage. Aha, verstehe. Interessant. Ach, Stasis? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Dann mache ich mal das hier. Au! What the... Was war das denn? Alter, ein einziger Schuss und... Boah, wie heftig. Okay, ich hoffe mal... Oh nein, ich muss alles nochmal machen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich habe nicht abgespeichert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein einziger Schuss mich so direkt von den Socken haut. Ist ja wohl super krass. Okay, aber mal wieder die Lektion erhalten. Öfter speichern. Insbesondere vor Kämpfen. So, wenn wir gerade schon mal hier sind, holen wir uns das Palladium. Und weiter geht's. Oh Mann, das war ärgerlich. Hallo? Okay. So. Ja, diese Geschütztürme sind eigentlich nur eine Geduldsprobe. Ist kein Problem, den Raketen auszuweichen und aus der Entfernung die Dinge auszuschalten. Das ist ja ärgerlich.
Na gut. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Hab ich denn auch... Nee, ich habe nämlich auch das hier nicht mehr. Das hatte ich ja auch verändert. Dann muss ich da nochmal... Heatsink und Hammerhead Rounds hatte ich eingebaut. Das, glaube ich, passte bei mir. 1830. Ja, ich meine, das hatte ich richtig... Hatte ich schon richtig eingestellt. Dann die... Sollte genau die Rüstung bekommen. Und das... First Aid Interface. Und Tally bekommt auch eine bessere Rüstung. Genau, Quarian Rüstung. Und auch das First Aid Interface. Wo haben wir es? Hier. So, gerade nochmal bei mir schauen. Ich habe auch First Aid, ja. So, los geht's. Wobei, lass mich gerade nochmal schauen. Tally kann mit Pistolen und Shotguns. Liara kann nur mit Pistolen. Okay, dann checken wir das auch gerade nochmal. Also, Liara nur mit Pistolen. Haben wir doch bestimmt eine bessere Pistole für die irgendwo. 1520. Ja, okay. Die Pistole ist schon mal nicht schlecht. Was können wir denn noch geben? Accuracy erhöhen? Ja. Und... Chemicals... Okay, 40 Toxic Damage, 7 für 5 Sekunden. Radioactive ist Cooldown. Was haben wir denn noch? Phasic, Shield Bypass, ist für Gegner mit hohen Schilden. Phasic wieder, Radioactive. Anti-Personnel, Damage versus Organics. Ja, komm, hauen wir die mal rein. Dann haben wir Liara schon mal ausgerüstet. So, die kann mit Pistolen. Ah, die hat aber schon eine ordentliche Pistole bekommen. Irgendwann mal. Dann geben wir der noch Improved Sighting und... Weiß ich nicht, Chemical Rounds. Und die kann aber auch mit Shotguns. Oh, guck mal. Die ist doch ein Stückchen besser. Und dann bekommt die auch noch, was denn? Recoil, High Caliber, Accuracy, das ist alles Quatsch. Achso, hier oben gibt es noch Sachen. Ja, aber das ist ja alles Quatsch für eine Shotgun. Ja, komm, packen wir das mal rein, kostet ja nichts. Und noch Chemical Rounds. So, jetzt können wir loslegen. Und ich würde gerne nochmal speichern. Kann ich das jetzt noch? Moment, gab es nicht einen Quicksave? Ja. Sehr gut. So, von mir aus kann es losgehen. Cerberus Kommando, der kriegt erstmal einen verbraten. Ah ja, okay, da hinten sind auch welche. Sehr gut, die ersten beiden schon mal ausgeschaltet. Ah, ich hasse diese Fähigkeit. Sekundenlang auf dem Boden liege und nichts tun kann. Mann, Mann, Mann. So, was können wir denn noch machen? Stasis will ich nicht. Barrier auch nicht. Oh shit. Da wäre ich fast schon wieder drauf gegangen. Da hättest du mich fast schon wieder zerrissen gehabt. Hör, wo sind die denn? Ach, da. Ah, da ist schon wieder der Sniper. Ach mal, den legen wir erstmal in Stase. Hm, am Arsch, Junge. So nämlich nicht. So, waren hier noch mehr? Nee. Hä? Arschloch. Looks like Cerberus has other bases on this world, Shepard. Okay, ich glaube genau die, da darum geht's, wir müssen bei allen drei Basen irgendwie dieses Ding aktivieren, diese Medical Station, die sich da uns immer anbietet. Nee, das machen wir nicht. Das mache ich nicht. Da lasse ich nur die Aliens raus. Und wie gesagt, die greifen uns dann gleich an. Wenn ich sie befreien könnte, würde ich es ja machen, aber... Die sind uns ja auch nicht gut wohlgesonnen, nur weil wir sie freilassen.
Na gut. Auf geht's zur nächsten Basis. Weil wir könnten natürlich theoretisch, ich glaube, so war das auch gedacht, diese Aliens freilassen und dann kämpfen die... dann kämpfen die quasi mit uns gemeinsam. Oder gleichzeitig eher gesagt, weil gemeinsam ist auch so eine Sache. Gegen die Cerberus-Schergen, aber... weiß ich nicht. Muss auch nicht. Mit denen werden wir ja auch alleine fertig. Hat man ja gesehen, gar kein Problem. Es sei denn, da kommt einer und macht mich mit einem Schuss weg. Was war das denn für eine Aktion? Kann man doch nicht machen. Alter, was ist denn das für ein hügeliger Planet auch? Hier kommt man ja gar nicht vorwärts. Überall hat es Berge. Ist aber auch in einem schlechten Zustand, der Planet. Na, aber das ist schon die nächste Station. Da ist sie. So. Der nächste, bitte. Und das war's. So, Mann, Mann, das nervt mich jetzt aber ein bisschen, dass ich das alles nochmal machen muss. Aber wenigstens bin ich jetzt mal auf den Trichter gekommen, dass ich meine Crew richtig ausrüste und mich selber vielleicht auch. So, gerade nochmal speichern. Drei Husks. Nee, danke. Mit denen wollte ich mich nicht anlegen. Ja, das ist ein Techniker. Diese Techniker sind aber auch immer Biotiker. Das ist echt fies. So, pass auf. So und so. Alter, wie viel Schild hat denn der? Moment. Oh nein. Oh, macht ihn bitte fertig. Macht ihn bitte kalt. Vorsicht, der Schild wieder auflädt. War's das? Ich glaube, das war's. So, Light Armor Human, Phoenix 3. Hatte ich mir nicht... stimmt, die hatte ich mir das letzte Mal ja auch angeguckt. Ah, Moment, da habe ich nämlich gerade noch was gesehen. Granaten, Incendiary Explosive 3, die baue ich mal ein. Dann. Nee, nee, da war keine bessere dabei, aber die kann ja auch Human Armor anlegen. Nee, da hat die aber auch schon besseres. Okay, lass mal das. Da haben wir noch was, aber da gibt es, glaube ich, auch nur Loot zu finden, wenn man die entschlüsseln muss. Light Armor Turian. Da ist ja noch einer. Da wartet ja noch einer auf mich. AI Hacking bringt nichts. So, Junge. Heavy Armor und Light Armor Tyrion. Und, was haben wir noch? Noch eine, hallo? Wie viele Boxen gibt's denn hier? Medium Human Phoenix 3. Gucken wir gerade nochmal. Fusion Explosive, was ist das denn? Moment. Fusion? Ah, Toxic Damage, auch nicht schlecht. Hm. Okay, aber irgendwo muss es doch noch so eine Kiste geben. Hier, genau. Looks like Cerberus has other bases on this world, Shepard. Genau, ich glaube, darum ging es, dass ich bei allen drei Stationen diese Nachricht zu hören kriege. Und wahrscheinlich bei der letzten dann hier, das war die letzte auf dieser Welt oder so, keine Ahnung. Okay, die drei Husks lassen wir in Ruhe. Ich hoffe mal, dass ich das machen kann und nicht nachher nochmal rumlaufen muss, um die alle zu töten. Denke auch.
Ich glaube, wir sind gut. Think we're good. So, auf zum nächsten. Ja, hätte ich das beim ersten Mal nicht versaut, dann wäre das auch eine relativ kurze Nebenmission gewesen. So zieht sich das jetzt natürlich. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber so ist das halt, wenn man zu dumm ist zum Speichern. Oh Mann. Ja, da links sehe ich schon wieder irgendein Vorkommen, das ich surveyen könnte, aber das erspare ich uns allen jetzt mal. Ich sage ja, diese Sammelmission muss ich nicht. Muss ich nicht unbedingt haben. Ups. So, hätten wir das auch erledigt. Und auf ins letzte Gebäude. Gerade nochmal speichern. Moment, hat der jetzt gespeichert oder nicht? Jetzt hat er gespeichert. So, genau, hier gab es auch noch irgendwas. Pistole, Shotgun und Shotgun. Checken wir das gerade nochmal, eine Pistole. Kessler 3 war das. Ne, kann ich nichts mit anfangen. Und Shotguns. Ne, da haben wir schon die beste. So, jetzt nochmal speichern. Und rein geht's. Cerberus Sniper, der kriegt als allererstes ab. Mist, das war daneben. Lebt der noch? Ne, der lebt nicht mehr, dann kriegt der hier unten noch was. Alter, wie viel... Moment. Wie viel Schilder hat denn der? Oh. Ah, noch ein Kommando. Und ich habe keine Fähigkeiten mehr. Dann schieben wir den nochmal raus. Junge, Junge. Die haben wir ganz schön was ausgehalten. So, warte, da hinten ist aber noch einer, oder? Jawohl, noch ein Sniper, herzlichen Dank. Moment, den versetzen wir in Stase. Wir bewegen uns ein bisschen näher ran und warten, bis er aufwacht. Alter Schwede, da hat er mich schon wieder voll erwischt. Das gibt's ja wohl gar nicht. Okay, egal. Wir haben es geschafft, bis auf dieses seltsame... Alien da herinnen. Die sehen schon cool aus. Wir haben was von einer Spinne, obwohl sie nur vier Beine haben. So, wo ist jetzt diese Station, die ich öffnen muss? Das hier muss die sein. Nenne. Och nee. Okay, pass auf. Ja. Scheiße. Okay, wir müssen nochmal die Runde machen. Das gibt's doch nicht. Negative contacts, Commander. Ein Recognized Soldier war das. Ja, scheiße. Wir müssen tatsächlich die komplette Runde nochmal machen. Das gibt's doch nicht. Da wollte ich die Aliens extra in Ruhe lassen und ne. All das Böse, was Cerberus ihnen angetan hat, rächen, Cerberus töten, aber gut. Mal ganz ehrlich, wäre ich da abgehauen und hätte die einfach da drin gelassen in ihren Käfigen, das hätte ihnen wahrscheinlich auch nicht so wirklich geholfen. Ach scheiße, ich mach nochmal die Runde. Es tut mir wirklich leid, also...
fürchte, die Folge ist, ist hinüber. Aber ohne Witz, das ist Cerberus, die was gegen Aliens haben. Die fangen irgendwelche Aliens und erforschen die, so, à la Mengele, falls das jemandem was sagt. Um in dem Nazi-Bild zu bleiben und, ja, ich schalte halt Cerberus aus und will aber nicht diese Viecher töten. Aber offenbar gehört das zur Mission, dass ich alle Aliens töte. Ich frage mich dann, inwiefern ich besser bin als Cerberus. Weil, na gut, ich quäl sie halt nicht. Ich bringe sie einfach um und dann war's das. Aber trotzdem. Gut und richtig ist das nicht, wenn er mich fragt. Es ist zwar richtig, dass man ein Tier von seinem Leiden erlösen soll, aber für mich waren die Aliens von ihren Leiden erlöst, als Cerberus nicht mehr anwesend war. Dann hätte ich sie einfach freilassen sollen und dann wäre es gut gewesen, aber gut. Wollen sie nicht in diesem Spiel. Sie wollen, dass ich kämpfe, dass ich sie töte. Thorian Creeper. So, einfach mal alle Fähigkeiten raushauen. Ui, was war das denn? There was no sign of Kohaku among the creeper corpses. He must be at one of the other labs in the area. I wonder what Cerberus horrors will find at the next base. Yeah, that's the last of them. Und los geht's. Ich find's auch ein bisschen schade, dass ich, wenn ich nicht im Kampf bin, dass ich dann nicht sprinten kann. Aber wenn ich Shift halte, dann gehe ich halt in diesen Cinematic-Modus irgendwie, aber der sprintet irgendwie nicht. Oh, ich glaube, da muss ich hin. Oh nein, jetzt nicht festfahren. Ich muss auch gleich nochmal nachgucken, wie ich wieder zur Normandy zurückkomme. Ich habe schon wieder die Taste vergessen. Ich glaube, R kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. F war es auf jeden Fall nicht. F war reparieren. Das habe ich herausgefunden. Egal, schaue ich gleich mal. Wird sich ja noch finden lassen. So, komm rum. Godit. Tally ist irgendwie britisch. So. Letztes Dingsbums. Letzte Research Facility. Ah, da sind so die drei. Drei was auch immer, diese kleinen Viecher. Da ist Rear Admiral Kahoku. Unten. One last stop to make, Shepard. We owe Kahoku that much. Area secured. You check for a pulse, but find none. Admiral Kohaku is dead. Despite the ferocity of the creatures he was sealed in with, there are no signs of trauma on his corpse. The needle marks on his arm suggest a different means of execution. Oh, Goddess. It's Admiral Kohaku. Cerberus must have tracked him down. Yep. Der gute Mann, der vorher noch mit uns gesprochen hat. Sie haben ihn erwischt, sie haben ihn umgebracht und mit diesen Viechern in einen Käfig gesperrt. Herzlichen Dank. Okay, dann gucken wir gerade mal ins Journal rein. Ah, es geht noch weiter. Es geht noch weiter gegen Cerberus. Was haben wir denn noch? Das ist auf Citadel. Dann haben wir hier die Sammelmission. Dann haben wir hier noch Hostile Takeover. Ah, da müssen wir auf zwei verschiedene Systeme. Und da haben wir noch eine Nebenmission. Oh Mann. Nee, weißt du was?
gerade mal einsammeln, was wir bekommen haben. Oh, was ist das denn hier? Oh. Wo habe ich die denn her? Warum sagt mir denn keiner, dass ich sowas bekomme? Ach, 100, Moment, 113? 126? Hey, welche hatte ich denn vorher? Das verstehe ich gerade nicht. Scheint mir eindeutig besser zu sein. Egal. So, Squad, die sind offenbar irgendwie aufgestiegen. Nee, ich bin aufgestiegen. Ach, guck mal an. Dann hole ich mir mal Unity. Dann kann ich die Leute wiederbeleben. Und hier habe ich Advanced Shield Boost. Nee, das brauche ich nicht. Increases Health. Kann ich schaden. Decryption. Ja, und Electronics. Kann ich beides gut brauchen. Aber Pistols kann ich auch gut brauchen. Oh Mann. Oh, Charm. Das will ich auf jeden Fall oben halten. Gut. Okay. Zurück. Ja, die Nebenmission geht noch weiter, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment jetzt erstmal nicht so richtig Bock auf noch mehr Nebenmissionen. Das ist alles so ein bisschen gleichförmig. So, wie komme ich jetzt wieder auf die Normandy? Ne, mit Q gehe ich raus, mit F repariere ich. Shift ist Zoom. Okay, Moment, das muss ich nochmal nachgucken. Das habe ich beim letzten Mal schon nachgeguckt, das weiß ich noch genau. Return to Normandy. Vehicle. N für Normandy. Macht sogar Sinn. Ich hab's nur vergessen. So. Und jetzt machen wir es mal auf Richtung Citadel. Ich erstmal die Schnauze voll ab von Nebenmissionen. Wie gesagt, das ist. Ist ganz schön mal so nebenbei. Boah, ist das laut, leckt mich an der Tasche. So Nebenmissionen sind so ganz schön mal so nebenbei, kann man mal machen, aber es gibt für im Moment für mich einfach zu viele. So, zu Hause. Yes, Commander? Was? Nein, das wollte ich gar nicht. Carry on, Presley. Yes, sir. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, er lässt so einen Kommentar im Vorbeigehen fallen. Wollte kein großartiges Gespräch mit dem anfangen. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Nehmen wir nochmal Rex mit, der gefällt mir gut. Und Garrus. Garrus kennt sich hier ja aus. Der ist ja von der C-Sec. Obwohl, nee, warte, ich nehme Tally mit. Keine Ahnung, irgendwie ist die Tally mir sympathisch. Keine Ahnung warum. Alter, was hat... Ja, was hat Garrus denn für eine Rüstung an? Da habe ich das gerade nochmal... Moment. Nee, das wollte ich gar nicht. Equipment. Hier, Garrus. Haben wir da nicht eine schickere Rüstung für den? Und eine bessere? Oh ja, wir haben auf jeden Fall eine bessere. Ja, das sind, glaube ich, die gleichen Farben, die Tally im Moment trägt. So, und dann kriegt er auch noch einen First Aid Dingsbums. Wenn wir sowas denn noch haben. Ne, haben wir natürlich nicht, wa? Doch, haben wir wohl. Sehr gut. So, und Garrus muss ich auch gerade nochmal gucken. Was kann der denn? Garrus. Links, der kann Pistolen, der kann alles außer Shotguns. Okay. Ach, dann schauen wir nochmal. Also, Assault Rifle. Geben wir ihm einfach mal die oberste. Gucken dann, ob es eine bessere gibt. Ne, gibt's nicht. So, Accuracy erhöht und... Und... Toxic Munition. So, ich glaube, der wird aber auch nichts anderes verwenden. Warum sollte der irgendeine andere Waffe verwenden? Könnte er zwar, aber... Oh, nein. Oh, Mann.
Das wollte ich gar nicht. Ich aus Versehen zweimal aufs Gleiche geklickt. So, reicht. Habe ich das schon mal bei Telly gemacht? Ah ja, doch, Telly hat ist ordentlich ausgerüstet. Was ist hier, was ist mit dir? Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. We weren't told to expect you, sir. I would have prepared a formal greeting. Spare me the pleasantries. I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. And the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. You don't approve of the Normandy's design? This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Normandy is an Alliance warship, but she's on loan to the Citadel. That means she's not in your chain of command. I believe there's something wrong with my ears. Did you just contradict me? Normandy is not legally part of the Alliance military. I can't allow you aboard without permission from the Office of Special Tactics and Reconnaissance. Sophistry. You're talking like the Council, using the law to obstruct the Alliance. Have it your way, Commander. But expect me to file a report on this. Was bist du denn für ein Bastard? Was soll das denn für eine Aktion gewesen sein? Wieso habe ich denn jetzt dafür Renegade-Punkte bekommen? Da kommt irgend so ein Allianz-Schnösel, der gegen alle Aliens irgendwas hat und will mein Schiff untersuchen? Warum bitte? Hätte mir noch nicht mal einen Grund genannt. Ich will mich einfach mal umgucken. Ja, ist klar. Ich glaube, es geht los. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage. Oh man, eine interessante Art der Werbung. Ach nee, jetzt, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Das dürfte interessant werden. Ah, geht nicht. Na, komm aus dem Aufzug raus. Speichern. So. Commander Shepard, Kalisa Benzina in Al-Jalani, Westernland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Okay, jetzt gibt's keine blaue und keine rote Antwort, keine gute und keine schlechte.
bin mir relativ sicher, dass ich darüber nichts sagen sollte. Aber ich sollte es nicht zu böse machen. Ich glaube, das hier ist das Sinnvollste, was ich sagen kann. Das politisch korrekteste, sagen wir es so. I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. Okay. Ich glaube, das haben wir ganz gut überstanden. Das ist bei mir auch schon mal schlecht gelaufen, dieses Interview. Okay, ja, offensichtlich hat sich auf Citadel jetzt ja was getan. Also es kommen neue Sachen dazu. Oh, das ist gut. Wir können hier mal gucken, ob ich mir neue Sachen kaufen kann. Hallo, ich bräuchte was. Danke, danke. So, was haben wir denn? Ja, die sind natürlich blödsinnig. Hier diese HMWSR-Sachen. Master Gear. Wir haben 74.000. So, das heißt, wo geht's los? Wo können wir uns was leisten? Oh, das hier sogar schon. Compare. Was habe ich denn? Das ist die Stinger und ich habe... Oh, die ist aber deutlich besser. Ist natürlich auch schweineteuer mit 35.000. Die ist natürlich auch sehr gut. Ich glaube, was am sinnvollsten wäre, wäre tatsächlich eine richtig gute Pistole einfach nur. Huh. Weil ich damit ja am meisten schieße. Was haben wir denn noch hier? Heavy Armor Human können wir eh nicht brauchen. Medium Armor Human, die wäre auch nicht verkehrt. Was kann die? Na, die wäre aber keine so extreme Verbesserung. Weil die deutlich weniger Schilde hat. Light Armor. Ach nee, das ist alles nicht so das Wahre. Guck mal, genau. Diese Lizenzen, die will ich immer kaufen. Damit ich auch an Bord ordentliche Sachen benutzen kann. Okay, also die Pistole, die macht mich schon an. Die hätte ich gerne. Das war, die kaufe ich mir jetzt einfach. So. Was haben wir denn noch? Heavy Armor Human, Light Armor Human, Sniper Rifle brauchen wir nicht. Reaper 3 ist, glaube ich, eine, die ich schon habe, oder? Ja, die habe ich sogar. Dann haben wir noch Medium Armor Human, die habe ich auch. Die habe ich gerade an. Was ist das denn hier? Die hat, oh, deutlich weniger Schilde. Nee, das ist nichts für mich. Ich wollte eigentlich genau so ein Omni-Tool, hatte ich gehofft, dass ich hier noch eins bekomme, aber haben sie leider nicht. Na gut. Moment, dann kann ich auch gleich mal die neue Pistole anlegen. Sehr gut. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen auf der Citadel um. Was es denn hier noch so Schönes gibt. Vielleicht kriegen wir doch noch die ein oder andere Nebenmission. Ja, wobei es gibt, also das ist ja ein Unterschied, ob ich eine Nebenmission hier auf Citadel annehme, wo ich einfach nur ein bisschen hin und her laufen muss, oder ob ich die... Da weiß ich, was soll ich, warum kann ich den ansprechen? Ja, das ist das Problem. Egal. Ob ich die, ne? Also ob ich im Weltraum rumfliege oder hier rumrenne. Okay, der hat nichts zu sagen. Ich glaube, da oben dürfte es auch nichts mehr geben. Dann gehen wir nochmal zurück. Machen wir mal eine kleine Tour. Ich wollte noch irgendwo hin. Ich hatte noch irgendeine Mission. Ach ja, ich erinnere mich. Ich wollte zu den Embassies, zu den Botschaften nochmal. Warte mal, ich will nochmal da unten durch den Tunnel. Wie gesagt, manchmal stehen die Leute einfach so in der Gegend rum und lassen sich anquatschen. Aber gut, da war diesmal keiner. Dann machen wir mal Rapid Transit oder Rapid Travel nach, wo war das, Presidium und dann Embassies, glaube ich. Jawohl. Da saß nämlich diese Frau in der Kneipe. In der Kneipe, die in diese Richtung lag. Ja. Die ist doch Teil einer Nebenmission. Da geht's nicht lang, da geht's lang. Hier, genau. Die... Ne, der war's nicht. Die war's. Hier, Nassana, oder? I know you. You're Commander Shepard, the Human Spectre. Is there something I can do for you? You're Nassana, right? I ran into your sister, Dahlia. It didn't end well for her.
What? Are you saying she's... Dahlia's dead, Nisana, and I know she was blackmailing you. Hmm. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. You're a diplomat on her way up the ranks. It could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits. But I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. Gar nicht übel. Als preferred client kann ich ja gleich mal gucken, wo ich mir was kaufen kann. Ich glaube sowieso der beste Laden, wo ich was kaufen kann, ist der Typ bei mir auf der Normandy. So, was können wir denn noch tun hier? Also das war die Nebenmission, die ich auf jeden Fall noch abschließen wollte, deswegen... Ah, schon wieder Level Up, genau, das machen wir auch gerade nochmal. Komm, Pistol können wir noch einen draufhauen. Increases Damage und Accuracy, ja, das ist schon wichtig. Auch wenn ich diese Zusatzfähigkeiten wie dieses Marksman und sowas nicht brauche, aber... Spectre Training ist natürlich auch sehr gut. Na gut, mache ich noch mal einmal Spectre Training. So, jetzt aber noch mal. Was können wir denn hier noch machen? Genau, ich wollte mir gerade noch mal die Nebenmission anschauen. Also, das war das. Die Cerberus Facility. Das waren diese Sammelmissionen. Dass man die nicht irgendwie gesondert auflisten kann. Finde ich auch schade. Hostile Takeover, das sind zwei... Crime Lords, die ich da ausschalten soll. Ja, ist noch eine Rettungsmission. Conrad Werner. Ja, ich meine, bei diesem Conrad Werner, da gibt es auch noch ein paar Nebenmissionen, die da auftauchen. Aber, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Nebenmissionen jetzt. Die wollte ich gerade noch abliefern. Hatte eigentlich gedacht, dass ich... Moment, das war falsch. Citadel Tower? Ne, Moment, Citadel Tower wollte ich nicht hin. Ich wollte wieder zu meinem Schiff. Ne, Citadel Tower ist ganz woanders. Wards und ich glaube CSEC Academy war das, oder? CSEC? Ja, ich meine ja. Von da aus zu meinem Schiff. So, genau, da wollte ich hin. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Genau, ich dachte eigentlich, dass ich auf der Citadel noch ein bisschen rumlaufe und ein bisschen... Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members. The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kit claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Was für ein Quatsch. Und dabei auf Citadel halt noch so ein paar Nebenmissionen aufsammeln, aber wie gesagt, jetzt machen wir mal nochmal eine Hauptmission. Dann geht das hier auch ein bisschen voran. Ich habe diese Folge jetzt ziehe ich extra ein bisschen länger, weil ich am Anfang so gefailt habe und diese Nebenmission so elendig lang gedauert hat. Und trotzdem geht es in dieser Folge nicht so wirklich vorwärts. Das tut mir alles ein bisschen leid. Bis auf dieses Interview gerade und das Ganze. Also wir müssen uns demnächst auch wirklich nochmal Citadel vornehmen und nochmal komplett durchlaufen. Stand by, Shore Party. Alle Nebenmissionen abgreifen und nochmal einen kleinen Rundgang machen, nochmal mit allen reden. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Aber als allererstes nehmen wir uns nochmal so eine Hauptmission vor. Message coming in. Patching it through. Commander, Ms. Algelani's story on you just aired.
She shouldn't have ambushed you like that. But you handled it pretty well. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Ja, cool. Sag ich ja. Das Gespräch lief doch eigentlich ganz gut. So, und wir schnappen uns die nächste Hauptmission. Die wäre entweder Novaria oder Ferros. Oh, ich erinnere mich an beide. Ich glaube, wir machen als erstes Ferros. Urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI Corps. And manually disable it. Can't you disable it remotely? Our failsafes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can't affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectre's answered the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military. And right now, we need you. The VI controls all the facilities, weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Okay, gleich nochmal eine Nebenmission reinbekommen. Also, dann schauen wir uns hier mal um. Ferros ist gleich der zweite Planet. Ah, hier können wir noch irgendwas surveyen. Ach ja, solange dieses, also diese Sammelmission, solange es nicht mehr als ein Klick ist, beziehungsweise zwei Klicks in dem Fall, machen wir das gerade. Ansonsten stecke ich da nicht allzu viel Energie rein. So, da sind wir doch schon. Schauplatz unserer nächsten Hauptmission. Oh, diesmal kein Mako-Abwurf, diesmal richtige Station. Okay, dann machen wir uns mal auf die Socken. Allerdings werde ich das erst in der nächsten Folge machen. Ja, doch. Die Folge ist jetzt schon lang genug. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen länger gezogen, weil ich am Anfang so gefailt habe, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Wie es auf Ferros weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.